Sie aufgrund des Pferdefleischskandals Ihr Konsumverhalten verändert? Nein, habe ich nicht. Das heißt, Sie befürchten nicht, dass Sie mit Medikamenten verseuchtes Pferdefleisch aus Versehen zu sich nehmen, das nicht deklariert ist? Ich vermute, dass ich da auf der sicheren Seite bin, weil wir ausschließlich bei unserem Hausmetzger kaufen und keine Fertiggerichte kaufen. Was denken Sie zum Thema Pferdefleisch? Pferdefleischskandal. Der wievielte ist das jetzt? Zuerst fängt es an mit Rinderwahnsinn, dann kommt es mit Schweinepest, jetzt Pferdefleisch. Was kommt da als nächstes? Was kommt da als nächstes? Ich finde es unmöglich. Kontrollen wird geschrien, Kontrollen werden gemacht. Und was wird kontrolliert? Gar nichts. Langweilt Sie der Pferdefleischskandal schon? Nein, der langweilt mich nicht. Der bringt mich auf die Palme, weil es mit ganz vielen Lebensmitteln so ist. Das heißt, überdenken Sie Ihr Konsumverhalten? Das überdenke ich schon vor dem Pferdefleischskandal, aber die Sicherheit, die rechtlichen Schritte, die werden jetzt einmal angebracht. Aber denken Sie, dass man als Verbraucher wirklich die endgültige Kontrolle über das hat, was man isst? Na, denke ich eher weniger, weil in jedem Produkt irgendwelche chemischen Zusatzstoffe drin sind, von denen wir nichts wissen und eigentlich nie auf der Verpackung alles hier oben steht, was dann letztendlich drin ist. Empfinden Sie Handlungsbedarf von Seiten der Politik? Nein, weil ich denke, dass das dem Verbraucher klar sein müsste, wenn er so wenig Geld für Lebensmittel ausgibt, dass er dann auch nicht eine gute Qualität bekommen kann. Also insofern braucht sich die Politik eigentlich nicht einmischen, weil der Verbraucher kann das selber bestimmen. Natürlich sollten Kontrollen gemacht werden, weil man ja nicht das Geld für günstiges Pferdefleisch als Rindfleisch verkaufen kann. Also das ist ja dann Betrug, aber das hat ja nichts mit dem Lebensmittel an sich zu tun. Haben Sie dann jetzt umgedacht in Ihrem Konsumverhalten? Also sagen Sie, Sie kaufen mehr regional? Doch schon. Einfach zu schauen, wo kommt das Fleisch her und woher beziehe ich mein Fleisch, generell Lebensmittel. Also ich glaube, das sollte jeder mal ein bisschen genauer gucken, woher es kommt. Weil wir haben bei uns einen Bauern in der Gegend und da wissen wir halt, wo es herkommt und das bevorzugen wir dann auch. Sie sehen also auch die Eigenverantwortung beim Konsumenten, dass man selber nachschaut, wo kommt mein Produkt her? Sicherlich auch. Aber es muss dafür natürlich draufgeschrieben sein und auch dokumentiert sein, was es ist und wo es eben herkommt.